Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir haben schon viele, viele Abenteuer zusammen erlebt. Und in letzter Zeit neue Roboter gebaut und am Ende sogar den Mechanisten, naja, besiegt, möchte ich mal sagen. Wenn es auch ein großer Kampf war und am Ende dann doch nur Worte entschieden haben. Aber es ist zu einem glücklichen Ende gekommen. Und ja, was soll jetzt noch passieren? Ich kann es euch sagen. Far Harbor DLC. Ich habe den besorgt und wollte euch mal auf die Reise mitnehmen. Hab die Story schon bis dahin gespielt. Und das ist, also die Story habt ihr ja schon in dem anderen Speicherstand gesehen, den wir irgendwann weiterspielen werden. Ja, und ich habe eben schon gesehen, beim Start, oben links kam eine neue Mission und da seht ihr schon. Listen to Valentine's Detective Agency Radio. Dann suchen wir uns hier mal eine ruhige Ecke. Und dann. Wo kommt denn keiner hin? Hier. Mitten auf dem Platz. Okay. Falsche Taste. Radio. Hören wir uns mal an, was Valentine's Detective Agency zu sagen hat. Setting this to repeat. Oh, Ellie spricht. This is Ellie Perkins from Valentine's Detective Agency with a message for Nick's partner. We've got a new case and it sounds urgent. Stop by the office. I'll be waiting. Setting this Okay. to repeat. Also, Ellie hat einen neuen Fall. Und der scheint sehr wichtig zu sein. Ja, ich habe schon gesehen, als wir den ersten Fall damals gelöst hatten. Also, was heißt gelöst? Der erste Fall war ja sozusagen, den Nick Valentine erstmal zu retten. Lagen da noch andere Fälle rum? Also quasi nicht Fälle, andere Ordner mit Kriminalfällen. Und die werden wir sicherlich auch irgendwann mal angehen. Gut, wir reisen mal schnell hin. Karte. Moment. Das war's nicht. Da ist es. Talk to Ellie. Achso, Karte, ja. Schnell runter nach Diamond City. Ah, wir können gleich zum Markt reisen. Das ist gut. Müssen wir uns nicht durch das Tor quälen. Ja, da ist noch so ein Robo-Brain. Haben wir ja einige gefunden. Ausgeschaltet. Und das Gehirn mitgenommen. Eigentlich ganz schön hässlich. Oh, ich bin so gespannt, was uns in dem DLC erwartet. Das soll ja echt groß sein und uns ganz woanders hinbringen. Naja, mal gucken. Das wird gut. Oh. Hallo. Jetzt dachte ich schon, das sind echte, also echte Personen. Ja, ihr wisst schon. Hier hinten müssen wir, glaube ich, rum. Hier in Diamond City gibt es bestimmt noch tausend witzige Sachen zu entdecken. Oh, ey, der ist gerade aus dem Himmel gefallen, wurde wahrscheinlich vom Flugzeug abgeworfen. So, da sind wir schon, am Büro. Rein da. I'm glad you're here. We got a new case while you and Nick were out. Oh, Ready to put yeah. on the detective hat? Yeah. Sehr gut, ich hätte mich gern erstmal hingesetzt. Naja, macht nichts. Wer ist denn der Klient? Who's our client? A fisherman, whose family lives on the edge of the Commonwealth. Ein Fisch aus Kenji dem Nakano. Nakano? Kenjia Nakano. That name takes me back. Valentine scheint My memory's a schon little mal was von fuzzy ihm gehört on zu the haben. details, though. Maybe if you bothered writing things down, Nick. Ja, er sollte wohl mal was aufschreiben. Wouldn't want to put you out of a job. I'll remember that the next time you need me to console a hysterical client. Mr. Nakano didn't leave many details. Okay, keine Did he Details deliver everything hinterlassen? we need him? But if you want my guess, missing person case. Guy had a Okay, worried look on also the Ellie way out. vermutet, also er hat zwar keine Details vergeben, aber mein neuer Anzug lenkt mich ein bisschen ab. Das ist der Mechanistenhelm und der Mechanisten, Torso. Sie vermutet aber eine vermisste Person. Wer ist denn Kenji Nakano? Anything you Wissen wir can schon tell was me über about den? Kenji Nakano? Just some impressions.
He was obviously upset, but he was also in a hurry. Aha, er war ein bisschen aufgeregt. I'm a friend of Nick's. He'll remember me. I need his help right away. Okay, er ist ein Freund von Nick. Also scheint er ihn schon mal was mit ihm zu tun zu haben. No. I'm not sure it was important. Tja. Was? Es gab noch ein kleines Detail, aber sie will es uns nicht verraten? Komm, voll raus damit. Genau, was hat er gesagt? Shit, es hat nicht funktioniert, das Überreden. Habe ich gar nicht gesehen, dass das eine andere Farbe war. Naja, also, wir werden es natürlich machen. Klar. Okay, nach Nordosten, in der Nähe der Küste. Eine kleine Fischerhütte. That's how the hard cases always start. Jawohl, ja. Da werden wir wahrscheinlich, werden wir Nick mitnehmen statt Ada. Ja. Oder? Ach komm, so ein richtiger Kriminalfall, na klar. Na klar. Let's head out. Well, all right. Sehr gut. Und Ada schicken wir nach Sanctuary Hills. Na klar. Sehr schön. Mach's gut, Ada. Bis bald. So. Also, Nick. Hey. Was hast denn du nochmal? Zigaretten mit? Super. Egal. Wird schon passen. Los geht's. Nick. Nimm die Füße in die Hand. Beine in die Hand, meine ich. Egal. Lauf einfach. A pleasure to see you again, sir. Are you ready to depart? Du bist aber noch nicht weit gekommen. Nee, alles gut. I'll be back later. Very well, sir. Jo, Ada. Da könntest du uns natürlich... Ach, Mann, Ada, die war wirklich ganz gut. Ach, egal, komm. Die hat diese Computer-Terminals gehackt. Und er kann hier... Keine Computer... Ach, ich weiß es nicht. Hilfe! Ich bin in einem Zwiespalt. Ey, da halt dich ab. Ja, ich weiß. Ich weiß, du willst mit ihnen. Ach komm, so richtiger Kriminalfall. Ach, Ada, keine Ahnung. Oh, die ist mir so ans Herz gewachsen. Am Anfang war sie ja so nutzlos. Nick, Ada, Nick, Ada, Nick. Ada. Ach, wir versuchen den Fall einfach von alleine zu lösen. Mann, los. Sie kann auch viel mehr tragen. Und Nick geht jetzt nach Sanctuary Hills. Fertig. So. Tschüss, Nick. Bin mit Ada unterwegs. Ach, wir können ja von hier gleich irgendwo hinreisen. Wo müssen wir denn hin? Ah, ganz da oben. Was ist denn das? Museum of Witchcraft. Cool. Wir können im Slog starten. Wir starten im Slog, gehen dann unten, vielleicht über die Autobahn, nach Norden. Ich wette, wir treffen Nick eh bei dem Haus und dann wechseln wir vermutlich eh auf ihn. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn es schon ein Kriminalfall ist. Schade, dass man auf den Helm nicht noch einen Hut draufsetzen kann. Das wäre bestimmt lustig. Würden zwar die Antennen an der Seite rausgucken, aber naja. Wäre gut. Na los. Sehr gut, da sind wir. Also jetzt nach Süden. Das. Ach. Da hätten wir doch gerade wären. Na egal, wir gehen mal zu dem Händler. Was ist denn das hier? Oh. Don't eye the Brahmin, if you got noch ein Caravan Guard. Das sind aber viele. Noch einer. Welcher ist denn hier der Händler? Hold it right there. Hä? Through, you gotta pay. 100 taps. Was geht denn hier ab? Was wie? Hey. And if I don't? Then you die. Any more questions? Ach, ein Raider ist das. 100 Mücken! Habt ihr eine Macke? I don't think so. Denke ich auch. Dann schön deinen Kopf wegblasen. Zack, weg ist er.
Da ist er. Kopf. Fährt er noch alleine runter? Ey, da, was machst du da hinten was? Oder? Hier ab. Was? Habt ihr alle eine Macke? Lasst ihr mal meinen Roboter in Ruhe. Das ist meiner. Dann schießt ich den daneben. Aus dem Pack. Oh, lad doch bitte nach. Ist denn das auch für eine irre Reichweite? Spring einfach runter. Genau. So, jetzt ist es mal Ruhe. Meine Fresse, was ist denn das für eine Scheiße, ey? Könnt ihr bitte mal einfach sterben? Oh, kannst du bitte... Oh, was? Warum unterbricht denn hier alles? Echt, sterb doch schon wieder. Das ist ein ganz normaler Popelgegner. Nein! Alles unterbricht hier den Ladevorgang. Ich könnte kotzen. So. Mann, ey. Damon Cage Armor nehmen wir mit. Oh, Hilfe. Ist ja nervig. Ey, da ist er hinten noch beschäftigt. Nehmen wir erstmal die Leute hier aus. Ey, der kann schon gut auf sich selber aufpassen. Da ist noch ein Forge. Ah! Wir wissen ja. Beine. Ey, kannst du bitte mal treffen? Was bist denn du für ein Klopp? Da brennt ja schon wieder alles. Leute, das ist doch nicht euer, wirklich euer Ernst. Wo bist du denn? Da unten. Lad nach. Flamer Fuel. Spike Armor ist auch gut, nehmen wir auch mit. Ey, das schlägt sich echt gut, muss ich sagen. Gut, dass wir die aufgerüstet haben. Was ist denn das für ein Ding? Brauchen wir nicht. Ach, die Caravan Guards, die schießen ja auch noch drauf. Stimmt. Wo ist denn der Forged? Ich sehe wieder nichts. Ach, da hinten. Wir räuchern das Scheißnest jetzt aus hier. Verdammt nochmal. Hey da, wo bist du? Da ist noch ein Forged. Und drauf. Ja, schön vorbeigeschossen die ganze Zeit. Das reicht's. Mann. Noch eine Cage Armor. Die ist ja echt gut, die Cage Armor. Die werden wir auf jeden Fall. Die ist zwar übelst schwer, aber ich ziehe die ja gerne mal meinen Leuten in der. Also den patrouillierenden Leuten zwischen. Ah, Ada, da bist du ja. Zwischen den. Ihr wisst schon. Siedlungen an. Da ist ja noch einer. Ach nee. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind hier an der, an dieser Fabrik. Wo ich damals schon mal, genau, Saukus Ironworks, wo wir den Typen rausgeholt haben, der, der von seinem Vater das Schwert geklaut hat. Genau. Automatic Laser Pistol und Spike Armor nehmen wir dich mit. Ey, da müssen wir was abnehmen. Diese Armors werden wahrscheinlich zu schwer. Jo. Aber du kannst sie genug tragen. Das haben wir extra. Nee. Nee, nicht schon wieder. Oh, anbrennen. Scheiße. Fuck. So. Das war ein paar direkte Treffer. Was?
Ja, da schießt du schon wieder. Oh, da oben. Nee, da laufe ich jetzt nicht hoch. Leute, wir müssen zu dem Fall. Das gibt's doch nicht. Den Flamer mit. Mining Helm auch. Los jetzt. Ey, da, wir hauen ab. Komm. Lass sie doch da oben mit sich selber spielen. Ist hier draußen eigentlich noch irgendwer gestorben? Den wir mal looten können. Ey, da, komm. Jetzt spiel doch nicht mit denen noch. Die haben es nicht verdient. Mann. Dummköpfe. 100 Mücken. für die Brücke. Ja, klar. Ey, da komm, lass die doch da hinten. Wir haben zu tun. Oh, nö. Muss ich auch noch runter. Das geht ja wieder chaotisch los. Ach, spring. Spring. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn... Eine Ausgrabung? Oh! Er schießt nicht schon wieder auf mich. Oh shit. Tod. Da bist du doch. Raider-Veteran. Was zum... Toy Fellow. Ey. Treffen wir den nicht. Ach komm. Wir könnten eine Granate reinwerfen. Jo, das werden wir tun. Das wird wahrscheinlich eh schief gehen, aber egal. Nein. Klar, dass es schief geht. Aber ich habe noch eine. Nee, ich habe keine mehr. Stopp. Stimmt. Komm schon. Ich weiß, es ist dumm, sich hier draußen hinzustellen. Wenn wir eigentlich hier rumlaufen könnten. Rein gehen wir am besten mit Pumpgun. Oh shit. Das war ja wieder gut. Nein, lad nach. Du hast nachgeladen. Oh, bin ich dumm. Jetzt schießen wir mit irgendwas. Oh. Binne. Das war eigentlich eine gute Idee. Warum habe ich denn jetzt einen Redaway gefressen? Oh, nö. Oh. Noch ein Veteran. Was zum Teufel? Was ist denn das hier? Was schützen die denn hier? Hm. Habe ich irgendwas Hartes? Also was noch härter ist? Ich bin jetzt angefangen. Ich muss es mal. Nee, muss ich nicht. Oh, wie viel kommen denn da? Hä? Was zum Teufel? Ey, da, wo bist du denn? Oh, falsche Taste. Das ist doch nicht euer Ernst. Was? Der kommt hier hoch. Nein, und ihr nicht nachgeladen. Was ist denn das für ein Scheiß? Wirf die Granate. Warum denn? Oh, hier geht doch wieder alles schief. Ich hasse es. Ich hasse es. Was war denn das für eine Scheiße? Wieso kommen denn da alle an? Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Ey, ich will doch nur zu der Fischerhütte. Fischerhütte, Leute. Fischerhütte.
Gib mir Kraft. Wo starten wir denn jetzt? Wir starten doch bestimmt wieder nirgendwo. Stimmt, vor der Brücke, vor den Forged, vor den Cage Armors. Dickes, Los, dann starte auch. Ich brauche mal wieder ein Scharfschützengewehr. Verdammt nochmal. Ich muss mich wieder mit der Pistole Nee. 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 Ach du Scheiße. Ja. Bevor wir da hingehen, gehe ich zurück und hole mir ein Scharfschützengewehr. Verdammt nochmal. Dieses rumgeziele Gejuckel. Da sieht man ja gar nichts. Einfach ein Schuss, bumm, weg. Das wäre gut. Los, lad. Ist doch nur Sanctuary. Ja, sorry für die Verzögerung, Leute. Aber ihr habt ja gesehen. Ich stelle mich wieder super an. Lad. Ada, Hey. Ach so. Ja, ich brauche ja gar keine Cage Armors rauszunehmen. Weil wir haben ja keine. Waffen. Transfer. So, und jetzt irgendwas Hartes. Irgendein hartes Sniper-Dingsbums. Sortieren. L3. Nach Damage. Richtig. So. Tactical Powerful Hunting Rifle. Nö. 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 Hier. Ja. Marksman's Hardened Sniper Rifle. Du bist dabei. So, gleich nochmal einen Slot zuweisen. Favorite. Da oben. Und fertig. Jetzt geht's los. Map. Gleich mal darüber reisen. So. Jetzt wird's hoffentlich besser. Wusa. Na komm. Es könnte auch hell sein, einfach mal. Also Tag. Das wäre echt gut. Aber vielleicht ist es durch das Rumgereise jetzt ein bisschen besser geworden. Ach man, wir müssen wenigstens an der Hütte noch ankommen. Oh, es ist, glaube ich, heller. Nee, mach keinen Mist. Ada, wir müssen nach Osten, Süden, Westen. Oh, da ist doch das Ding wieder. Sind die Kloppis auf der Brücke? Nein. Gut. Wir können auch hier unten durch. Nö. Da wäre ich da wieder verstrahlt in der Suppe. Gut. Ja, da hinten könnte neuer. Aua. Ah, ey, da greift doch wieder an. Ah, witzig. Ey, da lass ihn in Ruhe da hinten. Das wird nichts. So. Speichern war eine gute Idee, habe ich gehört. Wir gehen einfach gleich wieder auf die Autobahn. Oh shit, können wir da überhaupt hoch? Nö. Doch, da. So. Die an diesem komischen Ding. Oh, Veteran. Geil. Das war gut. Ah, Hilfe. Das kommt davon, wenn man nicht hinklotzt, wo man hinläuft. Die hätten bestimmt gute Sachen gedroppt. Was geht denn hier ab? Ne. Eine Deathclaw. Yo. Hilfe. Hat mich auch gleich gesehen. Ist okay. Oh shit.
Gut, krieg viel abgezogen. Nicht. Lauf los. Los, Ada. Halt drauf. Schießen wir mal hin. Ans Bein. Dann gucken wir uns aus. Wenn du jetzt nur noch treffen würdest, du. Er kann sich wohl nicht entscheiden. Er ist unschlüssig, ob er uns angreifen soll. Wir sind aber auch eine Supermacht. Eine Zwei-Mann-Armee. Roboter Dingsbums. Sehr gut. Okay, super. Haben wir gut gemeistert. Ist er jetzt auch alles nachgeladen? Nee, natürlich nicht. Logisch. Speichern. So. Soweit ist es ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Oh, die Sonne blendet mich ein bisschen. Also nicht im Spiel. Wo ist sie jetzt? Wo ist die Hütte? Give me the hood. Sich ein bisschen wie ein japanischer Name angehört. Naja. Schauen wir mal. Oh. Sieht schon sehr nach Hütte aus. Oh, da hinten ist was. Raider Psycho. Warum? Warum sind denn hier bitte Raider Psychos? Duck dich. Ne, ist die richtige Waffe. So, Feuer. Kannst du bitte mal zielen? Warum hält er denn das so vor sich? Oh, alter Schwede. Ach, 70 Meter. Ich dachte, das ist die Hütte hier. Was ist denn das? Ein Meierlock. Oh, nee. Oh, jo. Sicher? Ey, da. Psst, kümmere dich mal da drum. Take a look. Inspekte den Meierlock. Warum zappeln die ihn da so rum? Ey, dann los, lauf doch hin. Yo. Ey, wir müssen von vorne schießen. Da 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 Olja, Tante Olja. Ey, nicht mich angreifen. Ey, der Tank. Da hat's ihn weggeprutzelt mit dem Laser. Schön durchgeprutzelt. Was ist das für eine Cabin? Wie heißt die? Coastal Cottage. Cleared. Ah ja. Na, das war ja nicht so schwer. Gucken wir uns mal um. Vielleicht gibt's hier... Und niemand ist da... Nein, die haben mich gesehen. Ich muss weg. Supermutanten. Oh, Leute. Das geht ja wieder gut los. Jetzt würde ich die ausräumen, die Hütte. Kommen da mindestens 7 Supermutanten an. Ey, da lauf doch weg. Das hat doch keinen Sinn. Mit denen kannst du doch nicht sprechen. Die wollen nur Fleisch. Fleisch. Was läuft denn da hinten schon wieder? Vicious Mongrel. Da ballert doch auch wieder irgendwas. Ich wette, die brauchen Hilfe. Raider. Ja, geil. Oh, oh. Hallo.
Damit habe ich doch wieder nicht gerechnet. Ich würde vorschlagen, jawoll, ja, Tante, oh ja. Und auf. Ja, ja. Legendary, was zum? Na komm. Hau doch drauf. Schnetzelwurst. Oh, fuck. Oh. Bin gleich wieder tot. Komm schon. Oh, der hält doch mal was aus. Meine Fresse. Und teilt übelst aus. Oh, wir haben wieder einen super Weg hier. Ich sehe es schon. Der einfachste aller Zeiten. Aua. So. Und die Kritiker, komm schon. Steady Fast Boosted Fury. Was, der hat eine Laser Rifle mitgehabt? Warum hat der damit nicht geschossen? Plus 50 Schadensreduzierung, also abhalten, wenn gezielt wird. Geil. Gleich Fusionsteil mitgehabt. Schönes Ding. Aber wir sind schon wieder. Oh, Armdeck. Der war ganz schön heftig. Nicht schlecht. So. Jetzt waren doch hier drin noch irgendwo welche. Ach, da ist noch einer. Fleisch brauchen wir irgendwo. Genau. Können wir wieder leckere Sachen draus brutzeln. Ein Mongrel Steak. Die waren aber echt ganz schön. Was ist denn das? Settler. Kommt denn der hier? Können wir den irgendwie überzeugen, zu uns überzulaufen, nach Sanctuary umzusiedeln? Hallo? Didn't expect help from a stranger. Thanks. Suchst du ein neues Zuhause? New place to settle? Could be. Why? Do you know if somewhere good? Na klar! Komm einfach mit. Genau, du könntest im Sanctuary Hills anfangen. Thanks. See you there in a day or two. Yay, cool! Sehr schön. Na dann, mach dich mal auf den Weg. Ich hoffe, du schaffst es. So, dann sind hier doch irgendwie noch so Schlümpfe gestorben. Pipe, Bolt, Marksman, bla 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 bla. Nö, wollen wir nicht. Also haben sozusagen die Raider den Settler gefangen genommen, den Siedler gefangen genommen. Oder wollten den ausrauben oder überfallen oder sonst was. Und das waren sogar richtig viele. Oh, dieser Legendärer war schon ganz schön heftig. Ach, hier ist ja auch einer. Siedler, genau. Haben die ganze Siedlergruppe hier überfallen. Die Säcke. Na, dann war es ja gut, dass wir kurz vorbeigekommen sind. Ja, und dann kamen die Hunde um die Ecke und haben sich mit denen bekämpft und wir haben sogar einen Siedler gerettet. Geilomat. Ist nur jetzt die Sache, in Sanctuary werden nicht mehr so viele Betten frei sein. Hä, wo müssen wir denn hin? Vielleicht soll das denn schon wieder weg sein? Hä? Travel to Nakano Residence. Was? Wie? Müssen wir da doch hin? Moment. Ist da vielleicht... Hä? Da ist bestimmt ein Schiff. Da müssen wir zurückreisen. Hoffentlich sind die großen Viecher nicht mehr da. Mhm. Interessant. Dann muss ja da irgendein kleines Boot liegen oder sowas. Ja, Fahrhaber. Hm. Suggeriert schon, dass man da wahrscheinlich nicht trockenen Fußes hinkommt. Auf jeden Fall nicht, wenn man läuft. Ich hätte gern dieses riesen Segelschiff genommen. Was da abgestürzt ist mit dem Raketenantrieb.
Was? Ich verstehe gar nichts. Hier ist die Hütte. So. Da sitzt das Skelett. Ich verstehe nicht. Das Ding ist zusammengefallen. Da unten ist auch eine Höhle. Das ist ja schön. Wir sollten doch zu der Hütte hier. Oder nicht? Oh. Nee. Du hast nicht echt hier noch welche platt gemacht von denen. Ach, Edda, du bist ja überhart. Oder haben die nur sich tot gekuschelt hier, die zwei? Dabei sind Arme und Beine und Köpfe abgefallen. Ah, diese Supermutanten. Wer? Workbench. Ah! Coastal Cottage. Special? Was ist denn das für ein Ding? iPod. Ach so. Ja, Scan for Resources. Da kann man die iPods losschicken, um nach irgendwelchen Ressourcen zu suchen. Was denn, jetzt können wir das Ding hier als Siedlung benutzen. Aha. Ja, aber ich muss jetzt trotzdem irgendwie... Muss ich vielleicht doch an den Rand der Karte gehen? Das muss ich ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ein Boot sehe ich jetzt hier nicht. Oder? Da ist ein untergegangenes Schiff. Hey, der Generator brummt ein bisschen. Das müssen wir nachjustieren. Weil hier ist auch Schluss. Hä? Steht da irgendwas? Talk to Ellie. Travel to Nakano Residence. I need to interview the client Kenji Nakano at his home. Also wir können natürlich versuchen, hier an der Seite vorbeizulaufen. Aber ob das so gewollt ist, bezweifle ich. Hier schon wieder an. Nee. Jetzt kommen die Viecher schon aus dem Wasser hier. Leute. Entspannt euch doch mal. Da sind ja noch mehr. Nee, ich nehme mal den anderen. Genau, da haben wir größere Chancen zu treffen. Bäm. Weg ist er. Water drink. Genau. Wonder Glue? Wie, was läuft denn hier für eine Brühe aus? Sieht ja cool aus. Was? Noch einer? Ist ja auch noch einer. Den haben wir gar nicht platt gemacht. Was liegt da hinten? Da ist auch noch einer. Oh, dann kann ich Fässer einzünden. Doch, hier geht's vorbei. Hä? Bin ich außerhalb der Karte? Bin außerhalb der Karte. Was? Wie geht das denn? Sieht aber schön sehr fischerig aus hier. Ah, da hinten ist die Hütte. Sehr gut. Finden wir da noch mal? Naja, komm. Wir müssen jetzt auch mal irgendwo ankommen. Nee, das ist die Hütte noch gar nicht. Oh. Wie viel gibt's denn davon? Da ist ein Schiff. Da ist die Residence. Gucken wir uns trotzdem noch mal kurz hier um. Gibt's hier irgendwas Interessantes, was wir vielleicht mitnehmen können, außer irgendwelche Eimer?
Oh, hier. War mal wieder einer am Fischfang. Hat seinen eigenen Zigarettenautomaten gehabt. Cool. Ganz schöne Hütte hat er sich da hingebaut. Sieht zwar auch schon ein bisschen verfallen aus. Wem's gefällt. Damn it! Come in! I know you're listening on the other end. Where is she? Where is my daughter? Ah! You've been at this for hours. Da wissen wir doch schon Bescheid. Er sucht also seine Tochter. She's out there, Ray. Someone has her. It could be raiders or gunners or God knows what else. Ja, die könnte jeder haben. Aber wir werden es rausfinden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Guckt euch auch mal unsere Facebook-Seite an. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!